Weiter geht's in unserer wunderschönen kleinen Mittelalter-Siedlung hier bei Farthest Frontier. Hier liegt es rum. Der Zweizen, 225 Stück, ein paar Böhnchen liegen hier noch rum. Und dort ist unsere wunderschöne kleine Weizenfarm. Und hier geht's lang zu unserer kleinen neuen Siedlung. Unsere Mini-Siedlung hinter den großen stattlichen Steinmauern versteckt. Den werden wir da vorne noch nicht updaten. Und hier werden neue Wohnhäuser entstehen für uns. Ja, zumindest wenn wir sie brauchen. Im Moment will ich tatsächlich davon erstmal nichts machen. Und wir haben natürlich keinen Stein mehr. Ja, wer hätte es gedacht? Wir haben natürlich jetzt echt auch viel ausgegeben, das muss man auch sagen. Aber okay, gut. Wie sieht es eigentlich hier oben aus? Ach, ihr seid auch durch. Sehr gut. Und wir konzentrieren uns bitte mal auf Stein und Holz und machen das bitte einmal da hinten. So, wir kümmern uns heute um weitere Eisenerzquellen. Da müssen wir jetzt echt erstmal gucken, wo wir uns hin orientieren. Also, wir gehen erstmal gen Norden. Da sind wir ja noch überhaupt gar nicht so richtig weitergekommen. Und hier gibt es ordentlich Ton. Dorfbewohner an Krankheit gestorben. Earlwind ist an Skorbut gestorben. Das verstehe ich nicht. Also, erstmal. Durch Fäulnis verloren. Wie fahren wir denn verloren? Sie sind verfault, nachdem sie zu lange auf dem Feld gelassen wurden. Im Ernst jetzt? Och, Leute. Habe ich hier irgendwo Leute abgezogen beim Acker? Ne. 32 Bauern gibt es nach wie vor. Ein Gerber könnte man nochmal neu einstellen. Ja, ansonsten sieht es gut aus. Keine Ahnung. Das war. Wir haben aber für 12 Monate noch Essen. 5 Monate vergammelt das erste Zeug. Ja, das ist okay. Das passt schon. So, also. Hier vorne gibt es noch ein Kohlevorkommen. Da bin ich mir nicht sicher, wie viel da drin ist. Das liegt halt verdammt nah da vorne mit dran. Ich denke, das wird leer sein am Ende des Tages. Und wir gehen mal hier oben weiter schauen. Da gibt es echt nichts, ne? Da gibt es ein bisschen Stein noch. Können wir noch ein bisschen erkunden. Wie weit sind wir denn hier? Oh Gott, da müssen wir echt mal weiter erkunden, ne? In diesem Bereich hier. Ich weiß, ich weiß, ich höre es immer. Nerd, du musst mehr erkunden. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Wir machen's. So, da gibt es jetzt auch irgendwie kein Eisen. Oder ich bin blind. Gucken wir uns mal die Ansicht an. Wenn ihr irgendwo Eisen seht, schreit laut Stopp. Wirklich jetzt in dem Moment, wenn ihr das Video guckt, ganz laut Stopp schreien. Und wenn eure Kollegen euch jetzt eventuell oder eure Frau, Kinder oder wer auch immer komisch angucken, dann schiebt bitte alles auf. Ja, keine Ahnung, überlegt euch was. Obwohl ich mir das ganz lustig vorstelle, wenn jetzt 10 Leute in den verschiedensten Bereichen in Deutschland auf einmal laut Stopp schreien, weil sie dieses Video gucken. Das wäre durchaus interessant. Ihr könnt ja mal, wenn das wirklich einer gemacht hat, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie die Reaktion von den Leuten waren. An gebrochenen Knochen. Ah, die sind wieder in der Mine zu tief gefallen. Ich sehe hier echt nirgends mehr Eisen, ne? Das gibt doch nicht, ey. Wir müssen echt mal ein bisschen weiter erkunden hier. Also entweder bin ich blind, aber ich sehe hier nirgends Eisen, ne? Eier gibt es hier ohne Ende. Und Tonvorkommen. Sand habe ich auch gesehen. Weißdorn, 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 Weißdorn. Da vorne ist noch so eine komische Ecke. Zack, die können wir auch mal erkunden. Das ist alles Weißdorn. Ich finde hier echt kein Eisen mehr. Spannend, spannend, spannend.
Vielleicht hier oben? Auch nicht. Das ist ja krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier sind wir schon wieder auf unserem berühmten Schneeberg. Gott, es geht schon wieder in den Winter. Wie sieht es mit dem Brennholz aus? Was? 222? Moment. Das müssen wir gleich mal eruieren, woran das liegt. Aber hier gibt es auch kein Eisen mehr, oder? Da ist Eisenerz. Also schreibt das echt gerne in die Kommentare. Wo ihr Eisenerz gesehen habt. Ich sehe hier echt nichts mehr. Das ist auch alles irgendwie flaches Land hier hinten, ne? Ich versuche das auch nochmal in Ruhe zu überprüfen. Aber ich sehe echt nirgends Eisen. Ja, spannend, spannend. Na gut. Lassen wir uns überraschen, was uns hier erwartet. Da ist er. Das ist auch übrigens der einzige kleine See, den wir nach wie vor haben. Also ich muss sagen, die Karte ist schon interessant. Anders kann man das nicht sagen als interessant. So, jetzt haben wir noch das Steinproblem. Wir haben ohne Ende Gold. Das bringt uns aber nichts, weil wir es nicht ausgeben können. Aber wir haben noch genug Essen, also das ist kein Problem. So, dann werden wir hoffentlich im nächsten Frühjahr ein bisschen mehr haben. Und jetzt wollten wir eigentlich mal gucken, warum zum Henker wir Probleme beim Brennholz haben. Zumal wir 242 Stämme besitzen. Heidewitzka, wieso ist denn der Verbrauch so hochgegangen? Liegt das an der Kohle? Eieieiei. Okay, da wir so unglaublich viel Kohle auf Lager haben, würde ich tatsächlich sagen, wenn wir die Dinger mal deaktivieren. Ja, wir machen das mal aus. Den werden wir auch nicht verbessern können in naher Zukunft. Wie sieht es aus mit Eisen an sich? 23. Ah, sieht noch gut aus. Aber wenn wir da die Produktion jetzt hochfahren, ist das auch nicht mehr so schön. Wir haben noch 9 Fässer auf Lager. So machen könnten. Wir können die Produktion ja auch nicht weiter halbieren. Wir haben schon einen rausgenommen. Ne, ein Fassbinder möchte ich da mal drinnen lassen. Steine haben wir auch genug. Da können wir mal ein weiteres Update fahren. Nämlich ihn hier. Ihn will ich auch noch verbessern. Holz haben wir genug. Das ist okay. Und danach kümmern wir uns um den anderen Markt da hinten. So, das ist das Thema. Tja. Also 171. Ich denke, dass er halt schon nennenswert was verbraucht haben wird. Wenn er für 4 Holz 5 Brennholz macht, dann sind wir laut Adam Riese bei 20 und ein Fünftel obendrauf. Das ist jetzt aber auch nicht so viel mehr. Also da, also nochmal 100 Brennholz. Wie viel haben wir denn an Mehrverbrauch gehabt? Wenn ich mir das überlege, er hat 80 Kohle produziert. Er braucht dafür ungefähr 100 Brennholz. Wir sind bei 1100, 1300. Also wir haben noch 100 mehr verbraucht. Das ist einmal das Sägewerk. Also jetzt sind wir tatsächlich an der Grenze, was die Produktivität angeht, auch was die Brennholzstapelei, die ausgebaute angeht. Da kriegen wir keinen mehr rein. Dann müssen wir dort bitte einen weiteren reinbringen und werden die verbessern. Und das bitte mit Priorität. Vor dem Winter. Das eine gute Idee war. Das werden wir sehen. So. Und danach gucken wir, dass wir die hier verbessern. Ich würde eigentlich ungerne noch einen weiteren bauen. Gucken, ob wir das hinkriegen. So, also der wird einmal umgebaut, bitte. Neue Dorfbewohner geboren. Dorfbewohner wurde geheilt. Sehr gut. Noch 176 Brennholz. Ich denke, wenn wir das abgedatet haben und dort einen mehr reinpacken, dann sollte das passen. Wir haben jetzt am Strich einen verloren und der sollte das hoffentlich dann ausgleichen können. Finde ich eigentlich ganz guter Dinge. So, dann können wir Kompost ausbringen. Da hatten wir gesagt, machen wir hier unten weiter. Auf jeden Fall dort. 93% und da können wir gleich die nächsten Felder dann updaten. Sehr schön. So,
Da sind wir auch soweit. Haben wir die Tore jetzt alle durch? Da fehlt noch ein Stein. Der ist auch soweit durch. Okay, gut. Ja, dann müssen wir jetzt aufs Frühjahr warten. Was kostet denn jetzt so ein Update von ihm? Kostet ja auch Steine. 25. Okay. Das können wir jetzt im Moment nicht leisten. Ach Gott, der greift diesen Wagen schon wieder an. Moment. Moment. Da haben wir doch unsere Soldaten. Wieso ist denn das nur noch einer? Das müssen noch zwei sein. Ach, da vorne. Okay. Ihr Lieben, einmal bitte. Jetzt muss ich mal diesen komischen... den hier auch erwischen. Einmal den da. So. Dann sollten wir das nämlich auch hinkriegen und ihn effektiv töten können. Sehr schön. Normale Geschwindigkeit. Ich weiß, unsere Leute sind unterwegs. So, da wird umgebaut. Das ist nicht so wichtig. Erstmal müssen wir ihn hier umbauen, dass wir damit das Brennholz kriegen. Und ist das nicht schön, wie hier umgebaut wird? Ach, die spalten trotzdem weiter. Das ist doch mal nice, oder? Hey, geh mal zur Seite. Ich muss hier eine Mauer hochmauern. Ich muss hier Brennholz spalten. Geh zur Seite, sag ich. Herrlich. Schön. Freut mich. So. Dann kümmern wir uns jetzt wirklich mal um die Eisenbarrenproduktion. Und dann müssen wir wahrscheinlich echt des Öfteren mal in Richtung Eisenerz tendieren. Das wirklich mal ein bisschen Eisenerz kaufen. Kohle produzieren wir damit jetzt genug mit den Maßnahmen, hoffentlich, wenn wir den umbauen und dann auch den hier. Das werden wir anstreben. Das können wir eigentlich auch schon anstreben. Wir sehen ja, die arbeiten ja weiter. Das setzen wir auch mal auf Priorität, bitte. Das haben wir ja nur alles auf Lager. 5 Eisenbarren. Ja, müssen wir machen. So, dann gehen wir jetzt in die Ressourcen rein und bauen bitte eine Schmiede. Nein, eine weitere Gießerei. Tja, und ich habe die Hoffnung, dass das hier irgendwo hinpasst. Nein, das passt nicht. Ah, ist das doof. Können wir die Gießerei hier hinten hinsetzen? Das macht so überhaupt keinen Sinn. Das ist so sowas völlig von sinnlos. Okay, wir müssen mal gucken, ob wir die da oben irgendwie reinkriegen. Aber da hinten macht das einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist absolut sinnlos. Das geht gar nicht. Übrigens haben wir hier einen Weg vergessen. Einmal dahin, bitte. Die hat zu lange Reisezeiten. Die Dame hat sich schon beim Chef beschwert. Das ist ja sehr ärgerlich. So, da wird jetzt mit mehr Effizienz gespalten. Das ist gut. So, da wird auch gleich mit einer höheren Effizienz das Brennholz gespaltet. Und dann haben wir hoffentlich das Thema auch von Hacken. Und jetzt wollen wir mal versuchen, dass wir bitte noch einmal das Gelände einebnen in die Richtung. Er hattet mir gesagt, das liegt ungefähr vom Bereich des Bauens ab. Also von dem Bereich, wo ich anfange. Und da wird versucht einzuebnen. Gucken wir mal, ob das was bringt. Weil wir brauchen unbedingt eine Gießerei. Was wir natürlich auch zuerst versuchen könnten, wäre ein Update hierfür zu fahren. Aber dazu brauchen wir wiederum 100 Eisen. Ich meine, die 3.500 Gold haben wir. Die 150 Backsteine kriegen wir jetzt relativ schnell, hoffe ich, zusammen. Ein Handelszentrum gebaut. Ja, wir haben doch einen Handelsposten. Ja, nee, wir haben kein Handelszentrum. Okay, das gucke ich mir mal an, wie wir das machen. Das bräuchten wir auch. Wir brauchen auch noch einen Rüstungsschmied. Den könnten wir tatsächlich auch mal platzieren. Ich vermute übrigens, dass das Handelszentrum ein Update für ihn hier ist. Aber ich finde hier keinen Knopf. Hier steht zwar, wir brauchen 50 Backsteine, aber ich sehe hier keinen Knopf. Vielleicht kommt er noch. Naja, wir werden es sehen. Gut. Auf jeden Fall habe ich mir auch den Rüstungsschmied nochmal angeguckt. Okay, das ist da ganz weit hinten. Das ist in dem verwuscht. Nochmal angeguckt und den würde ich tatsächlich ja schon gerne platzieren. Aber auch da müssen wir erst abwarten, wie das hier oben aussieht. Denn der braucht auch seinen Platz und der hat natürlich auch kein Attraktivitätsmalus? Echt jetzt? Tatsache. Okay, den könnten wir sogar dann hier reinbauen. Das wäre in der Tat nicht schlecht.
Was wir aber noch machen sollten, wäre zum Beispiel auch dieses Lager hier einmal ausbauen. Die ganzen Produktionen reingehen. Das möchte ich übrigens mit den nächsten Steinen machen. Jetzt sind wir zumindest beim Brennholz, denke ich, wieder soweit safe, dass wir ihn dann wieder zumindest mit einer Person aktivieren können. Dass wir zumindest bei der Kohle dort nicht absacken und nicht schlechter werden. Das sieht soweit ganz gut aus. Da wird ein Haus gebaut. Oh, wie sieht es denn überhaupt aus mit der Attraktivität hier bei uns? 31%. Jawohl, ja. Sehr schön. Wir haben jetzt überall Häuser. Häuser, meine ich natürlich. Ernsthaft? Bär? Wirklich? Wo sind unsere Soldaten? Einer? Wo sind der zweite hin? Ah, das bist du. Und wo ist Nummer zwei? Ach Gott, du hast Mittagsschlaf gemacht hier. Unglaublich. Du sollst hier das Dorf verteidigen und nicht pennen. Einmal dahin, bitte. Das gibt's doch nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, also das wird beständig weniger, das Eisen. Nun gut, wie dem auch sei. So, okay, also dahin. Einem Sinn, passt. Jetzt hoffen wir mal, dass die Umbaumaßnahmen hier ein bisschen was gebracht haben und wir hier dann ein bisschen flacher werden. Das würde mich dann doch ganz glücklich stimmen. Und wenn wir dann irgendwann mal mehr Steine bekommen, dann werden wir auch die Sachen hier updaten. Ich würde aber tatsächlich diese Ecken hier, zum Beispiel ihn hier, warum auch immer wir hier oben bei 0 sind, das verstehe ich nicht. Ah, weil es höher liegt wahrscheinlich, ne? Das kann sein. Ernsthaft? Ja. Ist ja wohl. So, da ist der Kadaver. Das hat er jetzt davon. Deswegen würde ich gerne bei... Ah, weil das Ding höher liegt hier. Das ist ja gefährlich. Eieieiei. Da müssen wir tatsächlich hier oben in der Ecke noch so einen Turm hinbauen. Da oben drauf. Seht ihr gut, dass wir uns das mal angucken? Das habe ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Das müssen wir sogar mal machen. Einmal. Aber das wird nicht besser hier, ne? Das liegt echt daran, dass von hier oben, dass das so hoch liegt alles. Wenn wir den da hinbauen, wie sieht es denn an der Ecke aus? Es wird nicht besser, ne? Das ist so krass. Da vorne in die Ecke kriegen wir keine Verteidigung hin. Ja, weil wir uns jetzt hier gerade runterbuddeln. Das ist natürlich jetzt mal maximal doof gelaufen, die Nummer. Dadurch, dass wir das jetzt begradigt haben, buddeln wir das jetzt natürlich gerade runter. Wir müssten hier oben irgendwas hinstellen zur Verteidigung. Okay. Da könnt ihr gerne mal eure Vorschläge in die Kommentare posten. Am Ende des Tages würde ich, ja... Zwei Nutztiere. Oh nein, wie cool. Wir sind jetzt bei 9. Cool, wir können schlachten. Schlachten. Bitte ein Tier. Ah, das machen sie schon alleine. Das ging so schnell hin. Dorfbewohner an Altersschwäche gestorben. Wer ist es? Der Rattenfänger Venicia. Ich glaube, wenn ich jetzt mal in meine Liste gucke, die wir vor Äonen mal gemacht haben, dann gucke ich mal rein. Venicia. Hatte ich tatsächlich nicht. Ihr seid alle noch dabei übrigens. Ja, ihr seid noch nicht gestorben. Asche zu Asche, Staub zu Staub, ihr Lieben. Genau. Zwei neue Tiere wurden geboren. Das ist gut. Es gibt wieder frisches Fleisch. Tja, also hier oben bin ich mir noch nicht ganz sicher, was wir hier machen. Da muss ich echt nochmal schauen, ob wir vielleicht diese Mauern wirklich hier großzügig erweitern und dann hier oben so einen Außenposten bauen. Was tut der denn? Guckt euch das mal an hier. 18er Verteidigung. Boah. Das ist ja der Hammer hier. Also hier zwei Türme hin, dann kommt hier vorne keiner mehr durch. Über diesen Berg. Ah, das müssen wir machen. Sollten wir uns für die nächste Woche mal überlegen, dass wir die Ecke hier oben sichern. Das Problem ist, wenn hier einer reinkommt, wir müssen eigentlich auch das hier updaten. Da ist einer drin. Ah, das ist so krass. Guck dir das mal an. Keine Verteidigung hier. Plus 1, plus 3 hier hinten, plus 8, ne? Also wenn sie hier runterkommen, dann machen wir sie alle. Aber
auch hier vorne nichts mehr. Plus 0. Der hat hier plus 6 und plus 9. Das ist okay. Plus 13, weil er nach unten ballert. So, der hat, der ist, also den können wir eigentlich abreißen, ne? Das ist ja sowas von überflüssig, das Ding. Na gut, nicht ganz hier unten hin. Er hier, oh, ist okay. Bei ihm ist das ganz gut hier hinten. Ihn könnten wir sogar verbessern. Aber das Ding hier, da müsste ich mir was überlegen. Also das ist extrem uncool. Aber wir hoffen mal, dass wir zumindest hier ein Gebäude bauen können. Ernsthaft? Immer noch nicht? Alles umsonst gewesen, ey. Ich kann hier echt kein Gebäude bauen. Hier vorne kann ich jetzt welche bauen. Super. Das ist ja ein Witz. Okay, also, wir werden das in den nächsten Folgen machen. Wir werden, wenn wir genug Steine haben, auch hier vorne, zack, einmal weiterbauen und den Bereich der Rüstung hier erweitern. Also, das ist hier vorne jetzt wirklich, das macht keinen Sinn mehr. Das werden wir auch mal verbessern hier, bitte. Das macht hier echt keinen Sinn mehr. Also, hier ist jetzt Ende im Gelände. Wir könnten halt wirklich den Rüstungsschmied da unten hinsetzen. Aber wir brauchen halt auf jeden Fall die Gießerei. Irgendwie hier reinquetschen. Na. Das wird nix. Da vorne will ich die jetzt auch nicht reinsetzen. Das wäre nicht schön. Ein Händler ist eingetroffen. Jetzt hoffen wir mal, dass der was Schönes hat. Wir werden jetzt den Rüstungsschmied zumindest dort reinsetzen. Wir machen das mal schräg. Dass wir hier auf jeden Fall die Möglichkeit... Zack. Einer Straße haben. In dem Bereich. Das werden wir mal setzen. Und jetzt gucken wir mal und drücken die Daumen, dass der Händler was Vernünftiges hat für uns. So, was bringt er mit? Also, Eisen will er kaufen. Das ist leider die falsche Richtung. Felle will er verkaufen. Niedriger Preis. Machen wir. Schuhe brauchen wir nicht. Tiere brauchen wir nicht. Okay, also, wir kaufen zumindest ein paar Felle von ihm. Auch mal... 40 Stück. Werden die eigentlich... Moment. Ein kurzer Sicherheitscheck. Werden Felle schlecht? Nein. Einmal transportieren. So, jetzt gucken wir mal, was er kauft. Klamotten. Das ist gut. Dann lagern wir bitte... Dann bringen wir bitte einmal 100 Klamotten hier hin. Davon haben wir nur wirklich genug. Bestätigen. Da können wir jetzt eine ganze Menge Asche mitmachen, weil das auch ein sehr hoher Preis ist. Und dann hoffen wir mal, dass der nächste Händler ein bisschen Eisen auf Lager hat, dass wir dort ein wenig Eisen produzieren können. Das ist natürlich alles andere als schön jetzt im Moment, aber leider nicht zu ändern. So, da Backsteine, die werden wir ein bisschen aufsparen. Das Update hier vorne werden wir noch nicht machen. Wir hatten ja gesagt, wir wollten mit den Backsteinen noch ein paar andere Gebäude updaten. Das müssen wir jetzt auch machen. Ich glaube, Moment, einen kurzen Mix Stein hat er auch nicht, ne? Hat er nicht. Schade. Nun gut. Gut, okay. Dann schauen wir hier unten nochmal. Der Weg ist fertig. Das sollte die Reisezeit hier gesenkt haben. Sehr schön. Wie sieht es hier mit der Verteidigung aus? Ja, hier vorne ist alles, das ist alles gut soweit. Eisen 34, da will ich auch keine Updates mehr machen im Moment. Ah, hier ist alles, das ist okay. Hier vorne, den könnte man noch updaten. Da haben wir, okay, wir haben keine Steine, von daher ist das eh egal. Okay, Feldfrüchte, was? Was? Nein! 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 Ich habe vergessen, das Ding aufzubauen. Nein! Priorisieren. Los! Ah, verdammte Axt! Jetzt sind die... Boah, das ist ja sowas von... Wo kommen die denn her? Von hier? Wieso sind das auf einmal nur noch drei? Und die sind auch noch alle da. Na, die Jäger aber ganze Arbeit geleistet. Aber der jagt doch gar keiner. Hm. 61, 62. Wir können das beim... Wir können die beim Essen beobachten. Ist das ärgerlich, Leute. Das Ding da nicht abgebaut. Naja, lassen wir Bambi und seinen Brüdern... Würde... Summa, das ist unser Essen. Geh weg. Nein, lass das. Das brauchen wir.
Da, ihr könnt da was essen. Hier, komm. Komm. Hier, da. Ist ganz lecker Gras. Das schmeckt lecker. Nom, 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 nom. Komm raus. Komm, 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 komm. Raus hier, komm. Raus, 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 raus. Sonst kommt der Jäger mit dem Schießgewehr. Komm, raus hier. 130 Erbsen. So, neuer Händler. Händler Nummer 2. Jetzt hoffen wir mal, dass der ein paar vernünftige Sachen hat. Ja, er hat Eisen. Er hat Eisen. Sehr gut. Hat er denn auch Steine? Hat er nicht. Aber er hat Eisenerz. Hoher Preis. Aber das Eisen ist gut. Und er hat auch Steine. Zu einem sehr niedrigen Preis. Oh, sehr gut. Sehr schön. Jetzt gucken wir erstmal, ob die Klamotten angekommen sind. Jawohl. Einmal. Ach, so viel Geld hat er gar nicht. Na toll. Dann verkaufen wir zumindest das. Okay, der Händler ist leer. Der darf wieder gehen. So, was verkauft er hier? Wir könnten ein paar Kerzen verticken, aber wir haben 2000. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir uns Steine kaufen. Das ist erstmal am wichtigsten. Da kaufen wir einmal bitte das komplette Inventar leer. Und dann kaufen wir uns von dem restlichen Geld einmal das Eisen bitte. Zack. Kaufen und transportieren. So. Jetzt haben wir kein Geld mehr, aber das kriegen wir hin. Nehmen wir zumindest nochmal, ich würde mal sagen, 50 davon verticken. Er hat jetzt ja unser ganzes Geld. Dann können wir gucken, dass wir uns davon ein bisschen was zurückholen. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Dann werden wir zumindest davon ein bisschen was bekommen. Sehr gut. Dann haben wir jetzt mehr als genug Steine, dass wir hier oben nichts updaten müssen. Sondern dann hier weiter ausbauen. Also das ist wirklich jetzt mal mega fail. Wir haben im Prinzip den Boden hier. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen hier. Wir haben diesen Boden im Prinzip. Ja, hier sieht man es ganz gut. Da sieht man es. Diese Kante hier, das haben wir hier reingeschlagen in der Hoffnung, dass wir hier vernünftig was bauen können. Das war ein mega Fail. Das hat nicht funktioniert. Wir können hier immer noch nichts bauen. Wir können hier wirklich nochmal und nochmal und nochmal versuchen, das Gelände einzuebnen. Ich würde gerne mal hier vorne so eine kleine Einebnung machen. Von da aus beginnend. Dass wir diese komische Ecke hier mal wegkriegen und dann da noch ein bisschen weitermachen. Das Problem ist jetzt, dass er natürlich nicht hier rüberschießen kann. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier oben welche aufbauen, die entsprechend, hallo, von da aus schießen. Das wäre eine Möglichkeit, so in diesem Bereich hier. Da könnten wir 2 Stück aufbauen. Das wäre sehr effektiv. Gut, die können immer noch nicht in die Richtung schießen, aber wenn sie hier am Tor stehen, dann geht das. Aber wir müssen daher einmal hier das Ganze erweitern, bis in die Richtung, hier vorne hin. Und dann könnte man überlegen, ob man hier gleich wieder reingeht. Auf jeden Fall müssen wir die Delle machen, damit wir A, unsere Industrie hier weiter ausbauen können und auch uns hier verteidigen können. Deswegen würde ich gerne in diese Richtung hier, zumindest hier runter, jetzt mal anfangen, die Mauern zu verbessern. Auch hier in der Ecke. Und vor allen Dingen hier die Ecke. Damit fangen wir jetzt mal an, dass wir einmal die Mauern hier. Oh, hier so eine gute Ecke oder sowas. Ja. Und die können wir jetzt durchaus mal verbessern. Die Dinger hier. So, jetzt mal gucken, wie man das nochmal markiert. Ich hatte das doch eben gerade markiert. Ja, da. Sollte da nicht irgendein Menü aufpoppen oder sowas? Na gut, man weiß es nicht. Normalerweise sollte da ein Menü kommen. Ich werde das mal offline machen zur nächsten Folge. Werde die hier markieren, dass wir die umbauen. Und dann sind wir zumindest bei den Ecken soweit safe. Was wir nochmal fix machen können, ist die Ecke hier. Das werden wir jetzt auch nochmal verbessern. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, denn hier laufen sie ja durchaus auch immer rein. Und das können wir auch nochmal machen. So, dann sind wir bei
2,2 anstatt 1500. Den sieht auch die Ecke ganz schick aus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.